Hallo Leute. Oh, ich sollte vielleicht mein Mikrofon wieder richtig rumdrehen. Herzlich willkommen zurück zu Deponia. So, wir wollen ja einen starken Kaffee machen, um Goal aufzuwecken. Falls ihr euch wundert, warum wir jetzt hinter Tonis Haus sind, ich bin ein bisschen rumgelaufen. Und jetzt sammeln wir hier mal die Gegenstände ein. Irgendwie ist das gerade alles so ein bisschen leise. Schon besser. So. Ja, jetzt haben wir hier mal die Sachen aufgehoben. Und wir haben doch so super tolle Handschuhe irgendwo. Haben wir, ah, da. Chili haben wir. Chili haben wir. So. Wir gehen weiter. Ich will den Vogel. Ich glaube, den konnte man sogar mitnehmen. So, auf jeden Fall. Juckt mein Auge. Ich weiß, es hat jetzt jeden von euch brennend interessiert. Ohne diese Information konntet ihr nicht leben. Ich weiß das. Klappt das? Nur mal so nebenbei. Es ist ein Click-and-Point-Adventure. Funktionieren immer komische Sachen. Okay, es hat funktioniert, aber eigentlich wollte ich Dings. Das da, weil wir haben doch so einen Luftballon oder wir haben ganz viele Luftballons. Luftballon mit Lachgas. Nein, gar nicht. Einer reicht nie. Aber wir können da rein. Leute, wir können da rein. Der Vogel sieht so deprimiert aus. Das funktioniert wahrscheinlich eh nicht. Wir haben den Vogel getötet. Ich werfe meinen Luftballon mit Gas. Entschuldigung, aber ich will meinen Luftballon mit Gas haben. Ich würde es ja gern selbst benutzen. Nur um zu wissen, wie sich Rufus dann anhört. Aber das geht wahrscheinlich nicht halt. Nein, das geht nicht. Schade. Das hat mich jetzt interessiert. Au, das war mein Kuli. Was mache ich denn jetzt mit einem betäubten Vogel? Ich habe gerade eine Idee, aber ich weiß nicht, wie ich es hinkriege. Weil da ist ja, wir wollen ja, dass die Klappe hier oben bleibt. Und wir konnten ja immer diesen Kaminofen hier aufmachen. Und so müsste das normalerweise funktionieren. Ach,
Rufus, du hast doch nicht gesehen, was du jetzt machen kannst. Das ist alles. Aber ich will vorher noch, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich keine Spritze habe. Oh, da war doch die Stange. Ach verdammt, ich habe es wieder nicht umgeändert. Oh, bin ich dämlich. Jetzt nehmen wir den Dietrich. Jetzt können wir hier nochmal wieder raus. Sehr schön. Ich glaube, wir müssten den Hebel jetzt wieder nach oben tun. Aber mit einem Dietrich kriegt man hundertprozentig auch endlich diesen Arztschrank auf. Aufputschmittel. Mit der Spritze können wir doch jetzt dem Stier Blut abzwacken. Oder was auch immer es darstellen soll. Einen zornigen Stier Blut abzapfen? Kinderspiel. Autsch. Sehr gut, dann haben wir für es würde kein normaler Mensch tun, aber Rufus tut's. Jetzt haben wir für das Kaffeepulver alles. Das heißt, wir können zu Tonis laden, weil da steht eine Kaffeemühle. Hallo Toni. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte, das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch. So, für das Kaffeepulver brauchen wir das Schwarzpulver und das Aufputschmittel. Jetzt können wir ja nochmal kurbeln und bekommen. Ich nenne die Mischung Rufus Schonungslos, der Jungfrauenkiller oder Adapt mein Killerkind Cooler. Das tötet alles. Das tötet alles. Das. So, dann brauchen wir ja nur noch Wasser. Wer will jetzt Wenzel beim Wasser finden? Warum habe ich denn hier eigentlich so viel? Ja. Ich habe hier irgendwie gerade so ein bisschen viel Infarm, Müll.
Das sieht so widerlich aus. Es wundert mich, dass es jetzt nicht aufhört. Weil als wir es ja die ganze, vorhin die ganze Zeit aus Langeweile, sag ich jetzt mal, gemacht haben, hat es ja immer aufgehört. Ich werf jetzt irgendwann noch irgendwas weg heute. Wir haben jetzt Wenzel davon überzeugt, die Warteschlange nicht mehr zu blockieren. Und nehmen jetzt einfach die Wünschelrute mit. Ah, Rufus. So. Dadurch, dass Wenzel jetzt hier nicht mehr blockiert. Wird schon was einfallen, was wir ihm erzählen. Lotti! Bin ich jetzt endlich dran? Weiß ich nicht. So. Interessant. Bitte was?
mal, Harvey. Was? Aber sie muss zurück in ihre Welt. Ja, ist gut. Ja, tschüss.